In Vino Veritas mit Master of Wine Philipp Schwander. Grüezi miteinander. Unsere Reise führt uns heute nach Nordspanien ins berühmte Ribera del Duero Weinbaugebiet. Neben dem Rioja ist das eigentlich das gesuchteste Rotweinanbaugebiet von Spanien. Auch da ist die Traubensorte Tempranillo. Wenn ich gefragt wird, was für ein Wein man könnte servieren, wenn man nur ein Rotwein darf servieren, zum Beispiel an einer Hochzeit, wo möglichst an einer breiten Schicht muss gefallen, ist es meistens ein Ribera del Duero. Die sprechen sowohl den Laien wie auch den Weinfan an. Der Tempranillo ist im Ribera del Duero sehr kräftig und schön, wird teilweise noch durch Cabernet ergänzt und hat runde Tannin, also man kann ihn schon bereits relativ jung trinken. Ich habe zwei verschiedene Ribera mitgenommen, einen günstigen vom Alidis, ein Weingut, wo seine Trauben auch an die besten Weinproduzenten verkauft. Der ist nur etwa 9 Monate im Fass gelegen und ist von jüngeren Reben, ist fruchtig und sehr zugänglich. Und dann haben wir den Comenche Reserva. Der kommt von älteren Rebstöcken, tiefere Erträge, längere Maischengärte. Der Wein ist kräftiger und ist auch entsprechend länger im Eichenfass gereift worden. Ein generöser, wuchtiger, aber nicht zu schwerer Rotwein, der auch den grössten Fan begeistert. Der ist dann um die 26 Franken. In Vino Veritas mit Master of Wine Philipp Schwander. Präsentiert von der Laudinella Hotel Group. Echt erholen in St. Moritz.